Backen sozusagen. Die ersten Stufen vom Walk of Shame. Jetzt in Dubrovnik, in unserem Zimmer angekommen. Hier ist so eine kleine Kochnische. Eine Pantry-Küche. Hier ist Doppelbett, hier ist Schlafcouch. Es ist wirklich sehr, sehr zentral. Wir waren ja letztes Jahr schon mal hier, kann man nichts sagen. Hier ist so eine Terrasse, das sieht man jetzt schlecht. Und hier haben wir auch ein Badezimmer mit Dusche, also für eine Nacht völlig in Ordnung. Was sagt ihr? Das war gerade eben wieder so abenteuerlich, Indiana Jones, komplett woanders geparkt hier in der Stadt. Das Auto ist lost. Du bist mir eine Entschuldigung auf jeden Fall schuldig. Warum bin ich dir eine Entschuldigung fällig wert? Weil du mich zusammen geheißen hast. Ah ja, was ist das für eine Aktion? Wir parken das komplett. Weiß ich doch nicht. Also ich bin dafür, dass das nächste Mal der Domagoj alles bucht und ich bin komplett raus, weil dann kriege ich keinen Anschiss mehr. Ja, das ist ja alles so ein bisschen, halt, ein bisschen drunter und drüber jetzt. Die Leute gucken zu, entschuldige dich. Entschuldigung. Wirklich wahrhaftig Entschuldigung. Nein. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben kurz noch die Pelleschatzbrücke angeschaut. Haben wir, glaube ich, ein paar Aufnahmen. Und jetzt hier in diesem unverschämt teuren Apartment eingecheckt, was nur ein Zimmer ist. Jetzt gehen wir hier in die Altstadt, hier ein bisschen gucken. Hard Rock Hotel, Café. Nicht Hotel, sondern das Café, weil wir wollen das essen. Und wie ist die Lage? Yo, was? Wie ist die Lage? Also wir laufen jetzt hier hinten rein in die Altstadt. Also das ist quasi alles Altstadt hier. Drüben geht es in die Festung, in die alten Stadtmauern. Und dann auch Richtung, sagen wir es, Hard Rock. Also für alle, die auch Game of Thrones geschaut haben, hier kommt jetzt ein Ort sozusagen. Jetzt auch mal ein Insider-Tipp hier im Hilton. Das ist richtig teuer zu parken. Ich glaube, da war die Stunde 30 Euro, ich bin mir nicht sicher. Jetzt haben wir für einen Tag, das ist ein Privatparkplatz oben auf dem Berg, sind es jetzt 58 Euro, 58, genau. Aber wie gesagt, jetzt geht es in die Altstadt. Hier oben sieht man auch noch die schöne alte Festungsanlage. Und jetzt geht es hier runter, straight in die Altstadt. Das Eis hier drüben schmeckt überhaupt nicht. Also, das war, darf man eigentlich ja sagen, ne? Das war das erste Eis, was Ciao ist. Ne? Haben wir halt direkt, war ein Flop. Zack, ist man mitten im Geschehen, der alte Platz hier. Hier ist Hard Rock. Wenn du hier hoch gehst, kannst du quasi die Stadtmauertour machen. Ist auch nicht für jeden gedacht, ein bisschen was mit der Höhe und Höhen ist. Weil da geht es schon ziemlich steil und auch hoch. Aber die Jenny wollte hier ins Hard Rock. Aber im vergangenen Jahr hatten sie nur den Shop offen, noch kein Café, wo du was essen kannst. Und jetzt probieren wir unser Glück, weil wir haben jetzt den Corgi dabei, unseren Harrison. Da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt erlaubt ist. Harrison. Gute Nachrichten, es ist erlaubt. Aber guck dir das mal an hier. Mit der Schafovnica, also mit dem kroatischen, ne, mit der kroatischen Waffen sozusagen. Richtig geil. So, was hast du dir hier geholt? Das Signature Dubrovnik Strawberry Lemonade. Lecker, lecker, lecker. Und ich habe hier hausgemachte Zitronenlimonade, glaube ich. Irgendwie sowas. Und dann einfach nur Coca Zero und Macchiato. So, das sind die ersten Stufen vom Walk of Shame, würde ich mal sagen. So, hier beginnt der Walk of Shame. Das ist die heilige Ignatiuskirche in Dubrovnik. So, that's it. Und jetzt laufen wir mal runter, ne? Würde ich sagen. So, ihr seht schon, es ist ziemlich crowded. Ich hoffe, man sieht das. Die roten Dächer von Königsmund. Ja.
hier steht er nochmal. Die warten hier auf mich. Wegen Harrison, der kann die Stufen nicht laufen. Also jetzt mal kurz zum Walk of Shame. So berühmt ist es jetzt gerade vor Ort. Achtung, Doggy Doggy. Voll überfüllt. Viel zu überfüllt. Voll die unfreundlichen Menschen dort. Also manchmal denke ich echt, wo haben die ihre Manieren gelassen, ne? Also das soll jetzt nicht so alt klingen, aber furchtbar, ey. So, was haben wir hier Schönes? Sehr traumhaft hier. Ja, kommen wir hier links, wenn wir hier links laufen, kommen wir wieder zurück. Wunderbar hier, wunderbar. Ja, die alten Stadtmauern, die ziehen sich halt hier komplett einmal ums Gebiet. Siehst du mir? Ja, ich weiß nicht mehr die Namen. Also hier auf dem Steg hat sich auf jeden Fall in der letzten Folge der Jon Snow und stimmt, die Mädels verabschiedet von dem neuen König im Rollstuhl. Wie hieß der nochmal? Ja. Ja, ich weiß was, Mensch. Ja, ja. Bran, von Bran. Von Brane. Eto Brane. So, jetzt haben wir uns kurz entschieden, uns hier an den Hafen zu hocken. Ja. Ja. Quasi hier drüben, da wo die Personen alle anstehen. Das war aus der Serie. Tatsache, da wo der Jon Snow sich verabschiedet hat von seiner Schwester oder Geschwistern, wie auch immer. Und das ist halt eben uns darüber zu hocken. Aber der Plan ist wahrscheinlich einfach hier sitzen zu bleiben. Ja, wir bleiben sitzen. Hier ist gerade total angenehm. Aber hier ist total die Geschäftspräsentation. Ja, die Geschäftspräsentation, zeig mal her. Ja. Und ja, servus. Sommerboy beim Kaffee machen in Dubin. Beim Kaffee machen. So, das ist Dubrovnik, ist unfassbar. Also ich war schon vor einer Stunde hier draußen. Da war es echt angenehm. Jetzt knallt die Sonne so runter, das ist überhaupt nicht angenehm. Also es ist brutal. Wir sind jetzt auf dem Weg aus Dubrovnik raus in den Garten von Königsmund, Aterno, ach, weiß nicht genau, wie es heißt. Ja, also auf jeden Fall haben wir gestern Abend in der Altstadt quasi noch alles angeguckt, was wir angucken wollten. Der Walk of Shame hat uns noch gefehlt und das Hard Rock Café hat jetzt endlich eröffnet, da haben wir gegessen, sehr lecker. Ich hatte einen Caesar Salad mit Garnelen, Doma und meine Mutter hatten Cheeseburger mit Fries, also war es sehr gut. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg in diesen Garten
und von da aus fahren wir dann nach Šibenik. Ciao Dubrovnik, we are leaving you now. You are very beautiful, but you are very crowded and you are very expensive. Ja. So, wir sind jetzt an diesem Garten da angekommen, aber leider dürfen keine Hunde rein. Das finde ich natürlich als Hundebesitzer ärgerlich. Deswegen gehen meine Mutter und ich jetzt alleine da rein. Also hier gibt es so Parkplätze. I don't know. Und hier ist der Eingang. Ich glaube, es kostet 10 Euro. Aber ich weiß es nicht genau. Wir werden es gleich erleben. Hier. Andere Seite. Das ist die Karte. Und wir laufen jetzt einfach mal los. No. So, hier haben wir einmal einen Aussichtspunkt. Ich glaube auch, dass das hier ein Aussichtspunkt von Game of Thrones war. Aber mich hat alles täuscht. Hey, careful, huh? Also das erkennt man auf jeden Fall. Olivia. Also den Pavillon erkenne ich auf jeden Fall wieder. Wow. Teure Aussicht. Und hier ist diese Kapelle. Was Kapelle? Diese? Ab da. Go ab da. Ah, da ist der Fountain, yes. Fountain of Leather. Hier haben wir die Kapelle. So, kurzer Abstecher nach Stone. Ich hoffe, man sieht es hier durch die Kamera. Diese Mauer, die auf dem Berg erbaut wurde. Wir sind jetzt aber nicht wegen der Mauer hier. Anscheinend, letztes Jahr war die schnelle Straße nämlich schon mal fertig gebaut und da mussten wir anscheinend hier durchfahren. Ich erinnere mich nur nicht mehr so richtig dran. Aber wir wollen einfach nur mal schnell ein Käffchen trinken. Und ja, das machen wir jetzt mit einer schönen Aussicht. Stopp hier direkt nach der Brücke bzw. direkt nach Dubrovnik und hier ist halt eben auch richtig toll zu sehen dieser Vineyard bzw. die Weinberge von man öfters, finde ich auch gut so. Ansonsten trinken wir jetzt hier unseren Kaffee leer und fahren dann weiter nach
Ja, also wir waren beim Hardrock Restaurant. Also ja, günstig ist es natürlich nicht, ist es aber auch nirgends. Aber das Essen schmeckt auf jeden Fall gut. Wie gesagt, also das Essen generell in der Altstadt ist natürlich teuer und auch nicht gerade berühmt. Es gibt auch überall Eis. Auch das ist nicht gerade günstig und auch nicht überall gut. Also ich empfehle euch überhaupt gar nicht oben vor dem Altstadttor Eis zu essen. Das sieht so lecker aus. Aber das hat so grauenhaft geschmeckt letztes Jahr. Also ich bin total der Eisesser und da auch nicht bestimmt nicht total wählerisch, aber das war ungenießbar. Muss man einfach so sagen. Es gibt aber ein tolles Eiscafé oder Eiskonzept, das heißt Il Gelato. Das ist aber schweineteuer, sage ich euch gleich. 100 Gramm Eis kosten 3,50 Euro. 100 Gramm entspricht einer Kugel. Aber das Eis schmeckt gigantisch gut. Man kann alle Sorten auch probieren. Also es lohnt sich. Dann lieber nur eine Kugel und es schmeckt wie, keine Ahnung, 5 Kugeln und schmeckt scheiße, meiner Meinung nach. Aber muss natürlich jeder für sich entscheiden. Genau, auf jeden Fall, da gibt es natürlich einige Souvenirläden da auch und vor allem eine, die Merchandise, also viele, die Merchandise, angeblich auch Original-Merchandise von Game of Thrones anbieten. Ob das dann so ist, das weiß ich nicht. Aber man findet auf jeden Fall einiges an Merchandise, was Game of Thrones angeht und aber auch Souvenire zu Dubrovnik, Kroatien und überhaupt. Und ja, wenn man das Cable Car fahren will, da gibt es 3 Anlaufstellen in der Anstadt, wo man zusteigen kann, kostet die Fahrt hin und zurück, also auf den Berg und zurück, 27 Euro pro Person. Aber wie gesagt, der Hund darf da leider auch nicht rein, deswegen haben wir das jetzt auch nicht gemacht. Ja, auf jeden Fall, was würde ich euch noch als Tipp mitgeben? Also auf jeden Fall würde ich sagen, die Stadtmauer, die Insel Lokrum, Cable Car, wenn man möchte. Das ist so Walk of Shame natürlich, das, was ihr euch in der Altstadt angucken solltet. Und ich empfehle euch wirklich hier das Arboretum, heißt es. Arboretum Tresteno, das ist quasi der Garten von Königsmund. Hier steht's. Ein paar Bilder habe ich hier mit der Kamera auch gemacht oder einiges gefilmt. Arboretum Tresteno. Ihr kennt wirklich tausende von Szenen von Game of Thrones wieder. Also das ist quasi der Garten von Königsmund. Und er ist total schön gemacht. Kostet 10 Euro Eintritt. Leider darf auch da kein Hund mit rein. Aber der Garten ist wirklich, wirklich total hübsch gemacht. Man hat ganz tolle Spots für Fotos zu machen. Also ich würde euch sogar empfehlen, wenn ihr so ein paar Bilder machen wollt, also vielleicht auch so Instagram-Bilder, dann echt dahin. 2-3 Stunden, vielleicht noch ein paar Outfits mitgenommen. Also man könnte da so cool Bilder machen, wenn man da Zeit hat und Muse und kein Hund dabei. Also richtig, richtig cool. Wirklich sehr empfehlenswert. Cool. Viele tolle Szenarien, also auch unterschiedlich. Also einmal gibt es viel Bambus da drin, wo man coole Bilder machen könnte. Oder generell halt viel mit Baum zugewachsen, schattische Plätze. Dann gibt es aber wiederum ein Pavillon, wo aufs Meer guckt, ne? Also wo man so ein tolles Bild mit Meer machen kann. Also echt vielseitig und schön. Also kann ich euch nur empfehlen. Ist aber wie gesagt etwas außerhalb von Dubrovnik, in dem Ort Tresteno. Tresteno, wie spricht man das aus? Tresteno. Das Arboretum. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen. Da gibt es auch einen Kaffee drin und Toiletten, da waren wir jetzt allerdings nicht. Aber ist schon sehr sehenswert. Genau. Ja, Eindruck, du, hast du was zu sagen? Ich nehme mal die Kamera jetzt rum. Halte ich die gut? Keine Ahnung, ich kann. Nee. So. Ja, schon besser. Ja, Dubrovnik hat man letztes Jahr schon gesehen. Da war für mich das Highlight eindeutig die Stadtmauer. Klar, es ist, ich glaube, wie weit ist die? Oder nicht wie weit? Wie lang geht der Rundgang? 2-3 Kilometer. Das war schon anstrengend, aber hat sich definitiv gelohnt. Die Altstadt an sich sich auch mal anzuschauen, ist definitiv auch sehenswert und sollte man sich mal angeschaut haben. Ja, gut, das Cable Car jetzt da auf den Berg zu fahren, kann man, muss man nicht. Das soll aber nachts ganz angenehm sein oder wenn die Dämmerung dann kommt, dass man da ein bisschen so die Hafenlichter sieht und sowas. Und ja, jetzt gerade eben habe ich ja mit dem Harrison warten müssen bei dem Garten.
Da hast du auch schon habt ihr ein paar Bilder gezeigt. Das sah ja ganz, ganz schön eigentlich auch aus. Ja, Fazit zu Baschka, da hat man ja vorhin alles schon. Im Endeffekt ja, hat die Jane recht, umso weiter du südlich kommst, umso teurer wird's. Dasselbe Ambiente, wenn du es so sagen willst, hast du auch oben bei Sada, wo wir eh jetzt unsere Wohnung haben. Oder wo wir immer unsere Apartments mieten, da hast du eigentlich auch so schon denselben Eindruck wie von der restlichen Küste. Ob das jetzt einfältig ist, das sozusagen, kann sein. Aber Dubrovnik sollte man sich definitiv angeschaut haben. Genau. Baška Voda, ja gut. Makarska. Man sagt dazu auch Klein Stuttgart, weil da viele Deutsch-Kroaten oder kroatische Deutsche, wie auch immer, dort ansässig sind. Sie hat geschlafen. Okay, so viel zum Thema Dubrovnik. Eine Reise wert, aber. Und jetzt sind wir in Šibenik, hier Kaufland. Und wir fahren jetzt ins Zentrum Šibenik. Schnell eingeparkt, hier im Parkhaus Šibenik. Und richtig schöner Platz. Schöner Platz. Hier geht es auch direkt runter in die Altstadt. Oder an die Riva, wie man will. Und ansonsten, was bleibt zu sagen? Jane, alles gut? Ja. Alles gut? Sehr gut. So, dann gehen wir jetzt mal direkt runter, weil wir essen auch ein bisschen was, oder? Wir essen noch was. Als würde man nicht schon genug essen. Muss noch mehr nachgeschoben werden. Und ja, dann gehen wir gucken. Ich weiß gar nicht, worauf man Lust. Chewab habe ich gar keinen Bock. Aber mal gucken. So ist jetzt auch echt nichts los gerade. Oder vielleicht haben wir auch noch keine Uhrzeit. Aber das letzte Mal war es hier einfach voll. Das war voll. Nach der Fotosession jetzt eben, wie geht's weiter? Immer noch auf der Essenssuche dann, ne? Warum haben wir überhaupt geduscht? I don't know. Cathedral of St. James. Der Mann hat gesagt, wow. Ah, wow. Oh yes, it's a nice spot. So, die Treppen nach unten. Corgi an Bord. Der soll nämlich noch keine Treppen laufen mit seinen 6 Monaten. Wegen die Knoche. Und jetzt sehen wir hier. Kirche von Šibenik. Große Kirche, schöne Kirche von Šibenik. The Church. Und hier ist gleich das Meer. More Moje. Cooler Süßigkeitenladen. Da gibt es irgendwie so süßes, sieht aus wie süßes Sushi. Keine Ahnung, was das ist. Ich werde mal gucken, was das kostet. Ob man sich sowas genehmigen kann. So, und ohne zu essen sind wir jetzt schon quasi auf dem Rückweg. Wir haben jetzt nur wie immer einen Kaffee, ein Wasser und ein Bitter Lemon getankt. Jetzt gehen wir aber schon wieder Richtung Sada zurück und gehen dort was essen. Jetzt sind wir am Supernova angekommen, weil wir uns dann einigen konnten, was wir essen. Und also Palatschinken geht natürlich immer. So, jetzt seht ihr mal wieder ein bisschen mehr von Supinovi. Da wir uns heute nicht entscheiden konnten fürs Essen, sind wir in Supernova gekommen. Jetzt haben wir leider schon alles gegessen, ohne es abzufilmen, beim Dommergarten. Man muss aber sagen, dass der McDonald's viel günstiger ist als in Deutschland, also wirklich viel günstiger. Ich glaube, der Cheeseburger war jetzt bei 2 Euro. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall günstiger. Ich hatte Nudeln. Ich habe mit meiner Mutter dann getauscht. Das sind so japanische Nudeln gewesen mit Shrimps. 1,70 Cheeseburger sogar, also echt günstig. Das Menü, glaube ich, 6,50 Euro. 6,70 Euro, also richtig billig. Für 11 Euro kann man in Deutschland so nimmer essen. Also waren 3 Cheeseburger und McChicken Menü. Ja, das 10 Euro ist schon das Mac-Menü. Meine Mutter hatte bei Wokmi, also man sieht
jetzt noch den leeren Teller, sich selbst Nudeln zusammengestellt und ich hatte Frühlingsrollen dort und habe mir dann, das heißt irgendwie was mit Fisch, heißt dieser Laden, da gibt es Sushi und ich hatte mir Nudeln mit Shrimps genommen und ein Bubble Tea. Das ist Lokum. Eigentlich war heute Tag an unserem Lieblingsplatz geplant. Aber, wie man uns schwer erkennen kann, ist der Fit. Ich mach die Scheibe auch wieder zu. Ja, also da hängt so eine riesen Wolke oben. Und wir sitzen jetzt im Auto und schauen dem Spektakel erstmal zu und warten ab. Wieder vor unserem Lieblingsrestaurant. Das haben wir geschafft heute. Also da hinten sieht man auch, naja, das ist hier nett, dass es ziemlich dunkel war an unserem Lieblingsplatz, aber heute geht es dann mal wieder in den Caraca Grill. Jawohl. Wir sitzen jetzt mal unterm Dach voraussichtlich, falls es nochmal regnet. Und heute ist unser vorletzter Tag hier. Morgen genau, reisen wir abends ab. Kommen wir nochmal hierher essen. Die Fischplatte ist da. Jetzt habe ich natürlich wieder so spät gefilmt, aber vielleicht haben wir nochmal eine andere Aufnahme. War con mucho gusto. Und jetzt wollen wir noch nach Rajanats und Posedarie meiner Mutter quasi für Bilder machen, das zu zeigen. Aber ich drehe mal die Cam. Also es sieht sehr düster aus. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Also ich bin gespannt, ob es da auch nicht regnet. Wir haben es dann mal nach Rajanats geschafft. Das ist auch neu, oder? Das Kaffee. Ja, das gibt neue Kaffees hier, muss man sagen. Also vorher waren wir halt so viele. Also man hört es aber auch schon wieder donnern. Aber ich wollte einfach mal den Strand zeigen, weil das sieht eigentlich gigantisch aus, vor allem mit dem Gebirge. Hier mit dem Gebirge, ihr seht schon, sieht echt schön aus. So, wir sind mitten in den Regen gefahren, auf dem Weg nach Posedarie. Wir fahren langsam, wir haben ja Zeit. Posedarie, Sveti Duh, leider, ihr seht, ist sogar der Steg ein bisschen unter Wasser. Also wir können da jetzt leider nicht hinlaufen. Schade drum, vielleicht morgen. So, alle Wege führen zur Supernova. Jetzt sind wir hier gerade eben kurz reingeschneit, ziehen uns auf jeden Fall ein Palatschink rein. Und dann gucken wir mal, wie sich das Wetter noch entwickelt. Dann gehen wir nämlich zum Porta Sunze an die Meeresorgel. Hä, wo sind wir hier? Was ist denn das? Vor der verschenkte Platz. Genau, aber hier schon mal. Hier erstmal immer den Palatschinken, dass man das mal sieht. Hier gibt es auch Fritteure, Palatschinken und Langosch. Wir haben bis jetzt aber nur Fritteure und Palatschinken probiert und finden den Palatschinken besser. Und so sieht das Ganze aus. Vielleicht will Domagoja mal den Taste-Test machen. Tasten Sie doch. Na. Nee. Jetzt schämt es sich. Okay, kein Taste-Test. Auf dem Post auf Sunza, auf der Riva, wo man hier ein bisschen verweilen kann, sich den Sonnenuntergang anschauen kann, der heute leider ausgefallen ist. Also nicht die Sonne ist untergegangen, aber es war so bewölkt, dass man nichts gesehen hat. Aber richtig gut, auch sofort einen Parkplatz gefunden, ohne viel Tiki-Taka, ohne dass ich mich aufgeregt habe. Jetzt gucken wir mal, ob die Orgel überhaupt, nicht die Orgel, sondern das LED-Feld an ist, weil es wird gespeist durch die Sonneneinstrahlung. Und ich weiß nicht, ob es heute gereicht hat, dass es auch schön leuchtet. Ja, man sieht das ganz deutlich. Richtig nice. Meint es wegen dem?
So, mir wurde gesagt, kannst du ein bisschen filmen, erlaubt, filmen wir mal kurz. Und zwar Fußgängerzone mäßig hier. Das ist da. Mit lauter Shoppingmöglichkeiten, wo man sein Geld verlieren kann oder lassen kann. Aber ganz cool, da vorne ist noch ein Fanshop von Hajduk Split. Für alle, die kroatischen Fußball verfolgen, Hajduk Split. Vorwärts geht's. Keine Ahnung. Ja, was soll ich eine Werbung machen für Calzedonia? Also bitte. Ja, das Eis. Semi-gut. Aber viel interessanter ist gerade zu sehen, zu wissen, ob es hier irgendwo übertragen wird, weil Kroatien, Niederlande 1-1. Wäre mal interessant zu wissen, wo das Spiel hier übertragen wird. Ich habe vorhin irgendwelche Leute schreien hören, aber ich weiß nicht wo. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. 2-3, ich drehe durch. Und die Jenny will jetzt unbedingt hier nochmal in die Stadt. Also wir waren schon auf dem Weg ins Apartment zurück. Auf dem Rückweg sozusagen. Und jetzt will die Jenny nur mal gucken, ob hier in Salah gehupt wird. Weil sie ist ein Hub-Fan. Es wird gehupt. Nee, ich höre nur Möwen. Hm. You wanna go? Jenny, ich habe genug heute, ja? Habt ihr gehört? So, Kids, letzter Tag. Das heißt, letzter Tag, die letzten Stunden. Wir versuchen es hier jetzt nochmal ein bisschen schwimmen zu gehen. Das Wetter ist wesentlich besser als gestern. Gestern hat es ja gefühlt nur noch geregnet. Und genau, ein paar Stunden bleiben wir hier. Dann machen wir uns fertig. Die Jenny geht noch einkaufen. Ein bisschen Proviant für die Rückfahrt. Gestern hat die Jenny ein Hundezelt gefunden im Pepco. Das versucht sie gerade aufzubauen. Genau, es ist nur arg windig hier. Aber trotzdem, das Wasser ist schön warm und man kann durchaus ja, die Zeit noch genießen. Ne? Hallo, bis später. Da ist ein neues ein Mann, ein Hundezelt. Genau. Mit Kühlmatte. Mit Kühlmatte. Ja, mal kurze Abstecher hier, bevor es nach Hause geht. Genau, hier unten in Posidarie, beziehungsweise ging es hier in den Berg hoch. Zur Family, zu meiner Großmutter, zum Onkel und hier unten beim Sveti Duh. Sveti Duh war da drüben, diese kleine Kapelle mitten im Meer. Genau, die konnten wir gestern nicht besuchen, deswegen steigen wir heute kurz drauf. Vor allem, weil es auch die Jane noch nicht gesehen hat und deswegen gehen wir mal kurz noch drauf, weil gestern war hier alles. Also, da konnte man hier gar nicht überlaufen und jetzt haben wir die Möglichkeit. So, nichts mit drei Meter Taft haben hier. Also hier im Hintergrund seht ihr eine Kapelle, Sveti Duh. Das wäre doch der Heilige Geist sozusagen. Und gegen Abend kommt halt die Flut. Deswegen, ach Gott, ist das windig hier. Kann es passieren, dass dann die Insel oder die Kirche vielmehr dann auch unter Wasser stehen? Normalerweise ist es auch ein ganz beliebter Badeort. Da vorne sind auch zwei Badegäste, wie ich gesehen habe. Und es ist halt auch mega flach hier das Wasser. Also kannst du hier gefühlt Ewigkeiten reinlaufen, 100 Meter reinlaufen, bist du etwa knietief. Und genau. So, da sind sie. Alles voll gesteckt, das Auto, full stack, Alter. Das sieht man jetzt nicht. Aber es ist voll. Voller als.